Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Und mit dem Beißen des Schnees begrüße ich euch zu diesem Part von Horizon Zero Dawn. Moment. Das war natürlich perfekt. Direkt ein paar Sekunden nach Start des Parts wurde ich unterbrochen, aber ist ja alles okay. Ich hätte jetzt auch die Anmoderation noch einmal neu machen können, aber ich fand das jetzt vom Timing her so schön. Der Schnee beißt ganz schön. Das war eigentlich ideal. Oh, da hinten haben wir schon mal Nora Gefangene, die wir befreien könnten. Oh, okay. Ah, das Lager unterteilt sich scheinbar in zwei Ebenen. Oh, oh, kommt er jetzt hier hoch? Oh, 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 oh. Kommt er hier hoch? Nein, gut. Oh, der besitzt aber eine schwere Waffe. Das ist etwas, das wir uns vielleicht zunutze machen können, sollen. Ich möchte hier aber das Lager erobern, ohne dass mich einer entdeckt. Das wäre ganz nice. Ist da hinten auch noch einer? Wie groß ist das Lager denn? Der Alarm wird das ganze Lager aufwecken. Und alle in der Umgebung. Kurze Frage, wo ist das Lager? Da? Da tatsächlich, ich habe den schon markiert, ohne es gemerkt zu haben. Ja gut, das Problem ist, ist das hohes Gras da, wo ich mich verstecken kann? Ja, sehr gut. Okay, das ist natürlich eine deutlich bessere Position zum Verstecken. So. Der steht direkt vor mir, das ist ideal. Hier haben sie die Gefangenen also eingesperrt. So. Perfekt. Tarnkill. So. Okay, was ist das denn da hinten? Trainingsattrappe. Ach so. Okay. Hm. Bringt mir ja nicht viel. So, da oben ist ein Ausguck, den ich ganz gerne beseitigt wissen möchte. Perfekt. Wieso ist das kein Tarnkill gewesen? Das finde ich jetzt leicht. Das ist jetzt leicht beunruhigend. Wieso war das nicht als Tarnkill markiert? Naja, egal, die anderen scheinen mich nicht bemerkt zu haben. Gott sei Dank. Okay, ein Wüstenglas hat der Gute dabei gehabt. Kann ich hier hoch? Ja, kann ich. Sehr gut. Perfekt. Von hier oben aus habe ich eine deutlich bessere Schussposition auf den Rest des Lagers. Oh, bin ich in der Lage, da zwischen den Pfählen hindurchzuschießen? Ich will es hoffen. Hoffentlich wird mich das Spiel jetzt nicht ins Boxhorn jagen. Nein, tut es nicht. Shit, 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 shit. Geh weg da, Aloy. Hier hat's einen erwischt. Okay. Erwischt. Dich hat's auch erwischt, mein Guter. Okay, sie sind leicht alarmiert. Das ist schlecht. Naja. Semi-alarmiert, sagen wir mal besser. Okay. Sollte ich nicht... Ich sollte, glaube ich, lieber warten, bis die sich einigermaßen beruhigt haben, oder? Oh, da hinten hat sich jetzt einer in kompletter Einsamkeit hinbegeben. Das ist natürlich ideal. Das war jetzt perfekt. Och, haben sich schon wieder beruhigt. Ah ja, ein paar von uns sind tot. Egal. Gehen wir mal wieder unserem Tageswerk nach. Das ist schön. Das ist immer wieder geil. Das ist richtig geile Videospiellogik. Ey, mehrere von unseren Leuten sind erledigt worden. So ein paar Sekunden alarmiert sein und das reicht dann auch schon. Das wird denjenigen schon vertrieben haben, der dafür verantwortlich war. Hm? Ah, die gehen durch das hohe Gras. Das ist zugegebenermaßen sehr clever. Ah, das ist so schön gemein. So. Okay, da vorne, den könnte ich jetzt auch ausschalten. Aber ich habe dann Angst, dass er... Kann ich den Alarm jetzt eigentlich auch... per Pfeil ausschalten. Den löst niemand mehr aus. Ja, kann ich. Ja, perfekt. Dankeschön. Das ist doch schon mal ideal. Und warum da jetzt ein Schockeffekt dran ist, ich habe keine Ahnung. Ist der auch zum Teil mechanisch? Oh, jetzt hat der Alarm... Ach nee, die Leiche hat ihn alarmiert. Okay, ich wollte schon sagen. Erwischt. So.
Ja, läuft doch. Die anderen sind aber auch alarmiert. Okay. Ach, wegen der Leiche da hinten wahrscheinlich. Den hat jetzt der andere entdeckt. Okay. Ja, so wie es aussieht, sind es nur noch die beiden. Dann war's das. Vor lauter Panik weiß die gar nicht, in welche Richtung sie laufen soll. Oh Gott. Oh, das war jetzt doof. Das war doof. Wieder hoch. So. Okay. Wo ist die eine? Da. Läuft fröhlich vor sich hin. Erwischt. Helft mir mal, ihr Trottel! Okay, shit. Das hat ihn jetzt natürlich auf uns aufmerksam gemacht. Die Frage ist, bin ich jetzt in der Lage, wenn er unter uns steht, ihn mit einem Schlag von oben zu erledigen? Ist das möglich? Ich kann mich zur Kante... Deine letzte Stunde hat geschlagen! Wow, Alter! Nee, ne? Da war nicht ernsthaft noch einer. Shit. Was eine Ratte? Wo hat der sich denn bitte versteckt? Wo ist sie? Hast du jetzt gerade ernsthaft gefragt, wo ist sie? Eigentlich dürftest du... Eigentlich dürftest du nicht in der Lage sein, herauszufinden, ob ich ein Männlein oder ein Weiblein bin. Ja, du bist nur, dass hier jemand ist, der euch gerade allesamt abmurkst. Wie bist du in der Lage zu erkennen, dass es sich dabei um ein Weibchen handelt? Liegt es an der Machart der Pfeile oder was? Geduld. Ich habe nachgesehen, da war rein gar nichts. Das war jetzt doof, ne? Würde ich sagen. Ich habe ihn doch voll erwischt. Ah! Die Kala kann ich auch mit einem Kopfschuss erledigen. Ja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mir natürlich vorher die schwere Waffe geholt. Mist. Verschwendete Möglichkeit. Okay, ich denke mal, nächstes Mal werde ich etwas mehr auf Action gehen. Und dann richtig Rambo-mäßig mit der schweren Waffe alle erledigen. Metallscherben. Sollen sich die Ungläubigen... Ich denke mal nicht, dass der Händler jetzt noch irgendetwas dabei hat, was mich interessieren könnte. Hallöchen. Ja, ich kann den nur noch ablegen. Ja, ich kann tatsächlich ein kleines bisschen schneller mitlaufen als am Anfang, das gebe ich zu. Was hat er dabei? Schlagscheinglas. Interessant. So, das speichere ich jetzt auch nochmal ab. Genau da. So. Gut, dann wird das auch erledigt. Gut. Dann werde ich als nächstes die verdorbene Zone da unten in Angriff nehmen. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach da unten schnell reisen. Ich habe genug Schnellreisepakete. 47 nach wie vor. Also, ich kann jetzt eigentlich schnell reisen, wie es mir passt. Ich brauche momentan null drauf zu achten, wie viele Schnellreisepäckchen ich noch habe. Und ich wette, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Schnellreisepakete wieder knapp werden, werde ich wieder genug Fleisch angesammelt haben, um mir noch einmal so einen richtigen Batzen davon zu machen. Gehe ich stark von aus. Okay, soll ich darüber schwimmen oder was? Ja, ich kann auch einfach drumherum gehen. Das ist natürlich die cleverere Variante. Da ist eine Händlerhütte, nett. Ah, und ein weiteres Lagerfeuer. Das hole ich mir auch noch direkt. Ah, okay, eine Schnellspeicherung hätte hier jetzt eigentlich gereicht. Manuell hätte jetzt nicht sein müssen. Egal. So, eine verdorbene Zone für Level 20. Boah, ich dachte schon, verdorbener Plünderer. Ist das ein verdorbener Sägezahn? Nee, verdorbenes Langbein. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein krasseres Kaliber. Gut, gut. So. Sieht er mich? Hat er mich gesehen? Nee. Boah, boah. Boah, kommt er mir nach. Der kommt mir viel zu nah. Schneller Schlag, fuck it. So. Einmal schön erledigt. Beziehungsweise erwischt.
Ja, ja. Die Viecher wirken eher so wie Vogelsträuße. Die Straußenvögel. Ein Vogelstrauß. Uah. Ja, ja. Renne. Uah. Ja, ja. Die tackeln einen wie ein Strauß und trampeln dann auf einen rum, bis man tot ist wahrscheinlich. So, brenne! Brenne! Elendig! Sehr gut, einer ist erledigt. Ich werde jetzt auch noch schön abfackeln. Komm schon. Alla! Ah, Mistvieh. Das hatte ich doch voll erwischt! So, jetzt aber. Bems! Bauteile entfernt. Zwei Stück. Noch welche? Nein, das war's. Okay. Burn, burn. Diese Durchschlagsdinger sind echt verdammt gut. Also damit bin ich in der Lage, den Gegnern richtig viele Bauteile zu nehmen. Power up, power up, power up. Hat der überhaupt noch irgendwelche Bauteile? Tatsächlich. Hehe, das war's. Davon kann ich mir auch noch welche herstellen. So, 6000 Punkte kriegen wir dafür. Langbeinherz. Nice. Wow. Der Kerl ist ja richtig in die Wand reingefallen. Krass. Sieht so aus, als ob das ein Fossil wäre, das gerade aus dem Stein ausgebrochen ist. Krass. Ja, wunderbar. Wäre die verdorbene Zone auch gesäubert. Damit hätten wir, glaube ich, alle verdorbenen Zonen gesäubert, die es in diesem Teil der Welt gibt. Sieht zumindest stark danach aus. Hier ist noch ein Wächter- oder Plünderergebiet. Ich habe keine Ahnung, wie die Viecher jetzt tatsächlich heißen. Egal. Ich reise jetzt hier hoch. Und ja, werde dann endlich das Grenzfort erreichen. Das Kaja-Grenzfort. Und somit endlich mal einen Fortschritt in der Story erfahren. Die ich ja zugegebenermaßen seit sehr vielen Parts, ich will nicht sagen ignoriert habe, eher an die Seite gestellt habe. Ne? Ich wollte ja einfach die Nebenquests machen, die vom Level her niedriger eingestuft waren. Kampfgeräusche. Oder generell in dem Gebiet sind. Oh nein, ein Verderber. Oh, fuck you. Ein Verderber. Och, was eine Scheiße. So. Ich versuche dem Viech mal ein wenig Schaden. Ja, geil. Bauteil entfernt, Bitch. Nice. Boah. Damit sind seine fetten, komischen Dinger, also seine Tanks, die sind schon mal weg. Was ist nochmal seine Schwäche? Ich habe keine Ahnung. Naja, egal. Mit irgendetwas werde ich den... Boah, was geht denn mit dem Vieh? Ja, klar. Schmeiß mit Steinen. Feige Sau. So. Maschinenkill. Okay. So, seine schlimmsten Waffen habe ich erledigt. Bäh. Jetzt wäre ich beinahe die Klippe runtergestürzt. Ja, ja, seinen scheiß Skorpionschwanz habe ich nicht vergessen. Was zum Fick? Boah, hat der mich erschreckt. Alter, ich habe das Gefühl, jeder zweite Pfeil trifft ihn automatisch nicht, obwohl ich ihn voll erwische. So, erwischt, Wichser. Boah, ey, was für Drecksviecher. Die weichen meinen Pfeilen so extrem gekonnt aus. So, eigentlich. Nein! Du Mistvieh. Haha, erwischt. Jawoll. Okay, mit den Jägerpfeilen komme ich da. Nein! Ist nicht wahr. Oh nein, ich habe auf meine Gesundheit nicht geachtet. Das ist nicht euer Ernst. Oh nö! Och, kommt schon! Ich hatte den verfickten Verderber doch schon. Och, ist das peinlich. Das ist jetzt extrem peinlich.
gegen so eine schwache Maschine noch zu verlieren, nachdem ich den Hauptgegner erledigt habe. So eine Scheiße. Nerv. Ein Verderber. Geh weg, Mädchen. Die Maschinen sind gefährlich. Ich weiß, deswegen helfe ich euch doch. Ich weiß als einziger damit umzugehen. Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Boah, Sau. Ah, oh, habe ich das Ding endlich weg. Okay, weißt du was? Schockbombe für dich, du Wichser. Stirb, 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 scheiß Plünderer. Okay. Ein Plünderer weg, der mich genervt hat. Oh, da kommt natürlich direkt der nächste Drecksack angekrochen. Noch ein bisschen. Was zum Teufel? So, der Verderber ist weg. Fick dich extremst. Fick dich extremst. Ach, leck mich doch. Dein scheiß Ernst. Wie der mir abzieht. Ja, ey, was ist? Ich sehe gar nichts mehr. Alter. Oh. So, leck mich am Arschloch. Ohne Scheiß, ne? Die sind jetzt gerade extrem nervig. Nein, du wirst mich nicht töten. Nein, sag mal. Ich weiß, ich weiche jetzt gerade auch extrem wenig aus, aber dennoch. Die Sonne. Oh. Die Sonne hatte wohl kaum was damit zu tun. Eloy ist voll genervt. Halt die Klappe mit deiner scheiß Sonne da. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. So. Ich will den Plünderer Mädchen, jetzt haben. Komm her! Ja, ist ja gut. Verderber. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Was denn? Eine Modi. Oh, ich habe auch, aber auch eine Menge hier. Okay, ja, die kann ich wegschmeißen. Weg damit. So. Okay. Das wäre erledigt. Boah, viele Krieger sind hier schon gefallen, wie es aussieht. Moment. Ist hier noch irgendwo die andere Waffe, die ich dem Viech abgeballert habe? Liegt die hier irgendwo? Keine Ahnung. Da hinten? Ich weiß, hier oben habe ich ihm noch was abgeballert. Das brauche ich später Nö, noch. Das war nix. Na gut, das da? Ja, na also, Metallbrand 2 Stück, wusste ich's doch. Gut, so, erstmal wieder Pfeile aufstocken. Bomben auch. So, davon habe ich genug. Davon brauche ich noch welche. Perfekt. So. Hallöchen. So, öffnet ihr jetzt das Tor für mich? Dann mal los. Öffnet das Tor. Und informiert Hauptmann Balan. Wo willst du hin, Mädchen? Nach Westen. Nach Meridian. Öffnet das Tor. Ich sag mal so, du hast gerade die gleiche Stimme gehabt wie der Kerl, der das Massaker bei der Erprobung angeführt hat. Aber ich gehe einfach mal stark davon aus, dass ihr einfach nur die gleiche Stimme verpasst bekommen habt. Der Weg der zerbrochenen Felsen ist mühsam, selbst zu den besten Zeiten. Sprich am besten mit Hauptmann Balan. Er kam aus Meridian vor kurzem erst. Er ist in der Festung, auf einem Balkon zur Linken in Richtung des Tals. Okay, danke. Wir sollten eigentlich dir danken. Für das Erledigen dieser Maschinen. Geh im Licht, Nora. Dankeschön. Oh, wie anders die auch direkt gekleidet sind. Seht ihr das? Schon fast mittelalterlich. Richtig krass. So, das hätten wir erledigt. Sehr schön. Wer Gut. hier das Kommando hat, weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Das wäre durchaus möglich. So. Damit dringen wir jetzt in ein komplett neues Gebiet vor, wie es scheint.
So, das überschreibe ich. Hat doch keinen großartigen Sinn, bestimmte Stellen im Spiel sich aufzubewahren, finde ich. Die Rache einer Tochter. Finde den Hauptmann des Außenpostens. Frage nach Nakoa. Okay. Banditenlager, ja, erledigt, ne? Verdorbene Zonen, ja, erledigt, ne? die Stadt der Sonne. Begib dich nach Meridian. Das ist hier aber noch nicht Meridian, oder? Was ist das? Der Tagturm, genau. Gut. Also hier werde ich scheinbar... Boah, guckt euch das an, ey. Das ist ja ernsthaft. Das ist viel mehr wie im Mittelalter. Bei uns ist das eher so schamanenmäßig. Natur, alles mit Natur verbunden. Und guckt euch das hier an. Wow. Marktplatz mit Vasen, Obst. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Mit, ja, natürlich auch mit Waffen. Mal gucken, Kaja-Handwerkerin. Oder vielleicht haben sie auch leicht andere Waffen. Kann ja sein. Ah, sie haben auf jeden Fall Kaja-Kleidung. Das ist schon mal gut. Wow, holla die Waldfee. Kaja-Feuerwappen. Naja, das ist wohl eher Kaja-Bauchtänzerin. Mann, Mann, Mann. Naja, das ist mir ein bisschen zu, naja, zweckentfremdet. Weil... Das soll ja... Ich weiß, das ist einerseits ein Outfit, aber andererseits ist es auch so ein bisschen meine Rüstung. Von daher... Ich weiß nicht. Das kann ich ja mal am Ende so ein kleines bisschen so aus Spaß anziehen. Hat er vielleicht noch was Besseres? Stille Nora, Kaja Feuerwappen. Das sieht zugegebenermaßen jetzt etwas besser aus. Mit etwas mehr Rüstung. Aber da brauche ich eine Grauhabichtlinse. Leider habe ich die noch nicht. Schade. Oh, Seram Funkenfängerin. Okay, verbesserte Schockresistenz. Sieht auch nicht schlecht aus. So einem schönen Kopftüchlein. Ist nicht schlecht. Hat so... Oh, ne? Und dann noch so, ein, so eine Art... Ja. So ein schönes Hemdchen. Und so ein Lederrock. Ja, sieht nice aus. Das sind richtig geile neue Outfits, die ich mir jetzt hier erwerben kann. Boah, da brauche ich ein Stürmerherz für. Verdammt! Diese ganzen geilen Sachen, was gibt mir das? Feuerschadenschutz. Okay. Boah. Nee, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Da sieht, das mit dem Kopftuch war noch okay, aber das. Das sieht krass aus. Nora, Oseram Pfeilbrecherin. Boah. Das sieht so aus, als ob ich mich kaum darin bewegen kann. Guckt euch das an, ey. Total viel Metall. Was macht das? Schützt vor Geschossangriffen. Achso, ich brauche eh ein Kristallgeflecht dafür. Also ich brauche scheinbar ziemlich seltene Items, um da überhaupt was zu reißen. Ich könnte ja auch mal die ganzen Kisten wieder öffnen, die ich jetzt bekommen habe. Ich habe nämlich wieder eine Menge. Schatzkisten, da. Draht, Kühlsaft, Zünder, Sprengfalle. Ach ja, stimmt, ich könnte ja jetzt Läuferherz, okay. Schön. Ich könnte ja jetzt auch ein paar Modifikationen verkaufen. Habe ich komplett vergessen. So, verticken. Nee, nicht Outfits, Modifikationen, jawohl. Die weg. Eisschaden, ja, kommt weg. Schockabriss, weg. Verderbnishandhabung, weg. Ich denke, die ganzen grünen Sachen kann ich durchaus, ohne zu überlegen, verticken. So. Passt schon. Waffen habe ich genug. Rohstoffe, kann ich davon jetzt irgendwas verticken? Brauchen die Holz? Werden die mir... Nein, auch diese Händler kaufen mir mein Holz nicht ab. Was eine Schande. Na gut. Hier werde ich eine wenigstens verticken. Hier auch eine. Ja, 61 von 100, also ich brauche eh noch eine Weile, bis ich voll bin. Von daher, ich werde jetzt nicht mein Inventar aufräumen. Ich werde warten, bis es wieder etwas knapper wird.
So, guten Tag, der Herr Balan. Hauptmann Balan, ich möchte etwas fragen. Erstens nach einer Nora-Frau, die hier vielleicht durchgekommen ist. Und zweitens nach dem Weg nach Meridian. Was erwartet mich auf dem Weg? Tja, hier war auf jeden Fall eine Nora. Das vergesse ich nicht. Es gab einen Vorfall. Und was dich auf dem Weg erwartet? Nichts Gutes. Immer mehr Maschinen. Und unsere Späher berichten von Verderbnis. So viel zur Eindämmung. Hm, toll. Bleib auf den Straßen, die sind sicher. Doch am Tor hast du gezeigt, dass du keine Angst hast. Eine gute Eigenschaft. Ich könnte sie brauchen, wenn du nochmal in den Osten gehst. Es ist dreist von mir, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Doch ich biete dir Antworten dafür, wenn du was über das Sonnenreich wissen willst. Warum nicht? Hey, ich kann euch auch so helfen. Also, naja, aber den Informationen nehme ich dankend entgegen. Nakoa? Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord. Oh. Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt. Aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Ich werde es versuchen. Ein Gefallen. Was soll ich tun, Hauptmann? Ich schickte Trupps nach Osten, als wir von verdorbenen Maschinen hörten. Sie bestätigten meine Befürchtungen. Ich verschloss die Tore. Aber anscheinend sind noch ein paar meiner Männer da draußen. Walid, berichte ihr. Maschinen griffen bei einem verlassenen Noradorf an, Sir. Lakhir befahl den Rückzug. Und ich verlor die anderen. Hast du noch nie eine Nora gesehen, Soldat? Zeig etwas Respekt. Berichte ihr, nicht mir. Lakhir sagt, man muss immer Meldung machen, und das wollte ich. Es war schrecklich für mich, sie zurückzulassen. Jetzt, wo die Tore wieder offen sind, kann sie jemand suchen gehen. Mhm, okay, warum ich? Kannst du keine Soldaten zur Suche ausschicken? Was ist mit Walid hier? Die meisten Nora wollen keine Kaja-Soldaten sehen. Es gilt als Risiko, Truppen zu eurem heiligen Land zu schicken. Ich würde das gerne vermeiden. Aber du kannst ohne Probleme dahin. Bitte sag ja. Was war das, Soldat? Gar nichts, Sir. Ja, ich mach's ja. Keine Sorge. Ich halte Ausschau. Ich werde versuchen, deine Männer zu finden. Ich wäre dankbar. Aber nicht so dankbar wie Walid. Hörst du, Trottel? Du bist vom Haken. Okay, nein, ich wollte noch weiter mit ihm reden. Gibt's was Neues über die Männer? Noch nicht. Ich arbeite dran. Orlin? Ist ein Osseram namens Olin hier gewesen? Zweimal. Als Teil der königlichen Delegation zu den Nora. Sie kamen auf dem Hin- und Rückweg hier durch. Hm. Sie berichteten von einem schweren Angriff auf dein Volk. Mein Beileid, natürlich. Weißt du, wo Olin jetzt sein könnte? Nicht genau. Aber er war auf dem Weg nach Meridian, da bin ich sicher. Alle gehen nach Meridian. Mhm. Okay, der Weg? Kannst du mir noch irgendetwas über den Weg nach Meridian sagen? Sonnenkönig Avad hat sehr viel dafür getan, um ihn sicherer zu machen. Aber die Sonne weiß, er ist im Frieden schwieriger zu kontrollieren als in Kriegszeiten. Die Maschinen werden immer gefährlicher. Dann noch dazu Banditen und diese neue Verderbnis. Wir können gerade eben die Außenposten schützen. Und ansonsten gilt, tja, reisen auf eigene Gefahr. Hm, fair enough. Fragen. Was ist das hier genau? Der Tagturm markiert die Ostgrenze des Kaja-Gebiets. Eine Handels- und Durchgangsstation, die einen sehr schlechten Ruf bei deinem Volk hat. In der Zeit des letzten Sonnenkönigs wurden viele Nora entführt, hier für den Transport nach Meridian versammelt und geopfert. Hm. Doch das ist lang vorbei. Ich soll für Sonnenkönig Avad sicherstellen, dass hier alle Kaja den Nora mit Respekt begegnen. Machst du gut. Und wie stehen die Dinge jetzt zwischen euch und den Nora? Sonnenkönig Avad will Frieden. Die Stammmütter auch, hörte ich. Doch alte Wunden heilen schlecht. Beide Stämme sind stolz. Ich sorge dafür, dass es zu keinen weiteren Provokationen kommt. Besonders jetzt nach... Tja. Während dein Volk sich vom schrecklichen Angriff erholt, meine ich. Hm. Wie ist es im Meridian? Es hat sich verändert. Die Stadt lebt. Nichts ist mehr so wie unter Sonnenkönig Jiran. Avad, der neue König, hat dafür getan, was er konnte.
Sklaverei wurde abgeschafft. Es gibt ein neues Bündnis mit den Osseram. Und der Sonnenring, wo so viele Fremde starben, ist jetzt ein Denkmal für die Opfer. Schön. Du scheinst den neuen Sonnenkönig zu begrüßen. Er ist der Auserwählte der Sonne. Und was das Sonnenreich nach 10 Jahren Krieg braucht. Ein ruhiges Licht, kein loderndes. Bei König Jiran floss bei jeder Kränkung Blut. Bei König Awad, nur im Notfall. Gut für die, die ihn kränken. Manche halten ihn daher für schwach. Nein, Frieden ist stärker, wie die Sonne zeigt. Hört sich ja sehr gut an. Den würde ich gerne persönlich kennenlernen. Die Kaja sind mit den Osseram verbündet? Kaum zu glauben, aber wahr. Sonnenkönig Jiran brachte viel Leid über sie. Awad konnte sie auf seine Seite ziehen. Er hatte Hilfe, ja klar. Elsa und Erend halfen ihm. Osseram-Geschwister, legendär. Sie befreiten Meridian. Ich war dabei. Sicherte mit meinen Männern am Nordfels den Tempel der Sonne. Vertrieb Jirans Falken und Priester. Jetzt sieht man Osseram häufig in der Stadt. Und hört sie auch. Sie streiten wirklich viel. Mhm. Okay. Ja, dann war's das. Ich muss gehen. Gib Bescheid, wenn du was von den Vermissten hörst. Mach ich. Alles klar. So, aktualisierte Nebenquest, Rede mit Said. Gut. Und die Hauptquest heißt immer noch, geh nach Meridian. Okay. In fremden Landen. Untersuche das verlorene Dorf. Das, wo ich gerade die verdorbene Zone beseitigt habe. 495. Der hat ja gesagt, geh in Osten. Okay, ich sehe jetzt hier in der näheren Umgebung keine Markierung für die Quest. Ah, da unten. Oder was? Ja, tatsächlich. Da, wo ich ein Lagerfeuer habe. Okay. Dann muss es das Dorf sein. Aber zuallererst rede ich hier oben mit Said. Ach komm, die haben jetzt so schön das gemacht. Ich grüße sie. Tut mir leid, ich habe keine Neuigkeiten, die dich interessieren könnten. Danach frage ich nicht, ich wollte dich nur grüßen. So, okay. Bevor wir allerdings mit Said reden, würde ich glatt sagen, beende ich den Part an der Stelle. Von daher vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Horizon Zero Dawn. Wo wir uns anhören werden, was Said uns zu sagen hat. Und dann werden wir, denke ich, auch noch Schnee einmal... und Nebel. Weiß wie Knochen. Etwas düsterer Vergleich. Und mit diesem Vergleich hast du mich unterbrochen. Danke, Aloy. Und wir werden, denke ich mal, ins verlorene Dorf zurückkehren, um dort die eine Nebenquest auch noch zu machen. Wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.